Mein Name ist Tamara Christoph, bin am Standort DBG in Linz für die Leitung Montage zuständig in der Elektrotechnik und in diesem Zuge bin ich auch für die Ausbildung der Lehrlinge verantwortlich. Mein Name ist Lukas Schatzer, ich bin im dritten Lehrjahr als Elektrotechniker bei der EBG Linz. Also die Lehrlingsausbildung startet bei uns im September jedes Jahres. Im September sind dann die ersten Tage bei uns in der Firma, wo sie die Firma kennenlernen, wo sie einfach den Umgang mit den Kollegen kennenlernen. Und ab der zweiten Woche kommt eigentlich schon das Wifi ins Spiel. Und im Wifi haben wir dann einmal eine mechanische Grundausbildung und nach 4 Wochen eine elektrotechnische Grundausbildung. Das Ganze dauert bis Mitte November. Dann sind die Lehrlinge auf der Baustelle und auf den Projekten im Einsatz, dann kommt die Berufsschule. Also ich finde das Wifi viel spannender wie die Berufsschule. Im Wifi ist es so, ich habe im Theoretischen, sage ich mal, 50%, also 50% theoretisch und 50% praktisch gelernt. Das heißt, wir gehen zum Beispiel zwei Wochen, sage ich mal, in die Theorie genauer ein, in die Bücher, Elektrotechnikbücher. Und dann danach gingen wir runter in die Werkstatt. Kurz vor der Lehrabschlussprüfung schaut es so aus, dass wir im Wifi verschiedene Vorbereitungskurse haben für die Lehrabschlussprüfung. Da lernen wir theoretische und praktische Sachen, so wie SPS-Steuerung und auch das Theoretische, wie du einen Verteiler und ein Anlagenbuch schreibst. Also ich finde es beim Vorbereitungskurs auch ziemlich cool, dass andere Lehrlinge von anderen Firmen auch zu uns zusammenkommen im Kurs. Wir quatschen viel, wir tauschen viel Informationen aus und das ist einfach das Lässige dran, das was mir auch so gut gefällt.